39 Straßen, 7500 Wohnungen und knapp 20.000 Menschen. Mümmelmannsberg, von den einen geliebt, von den anderen gehasst. Seit 2008 verändert sich dieser Stadtteil nicht nur optisch. Auch das Leben für die Menschen, die hier wohnen. Mit dem Sanierungskonzept Schau nach Osten zeigt vor allem die Saga GWG Wohnungsbaugesellschaft ein ganz besonderes Interesse an den Veränderungen hier. Also ich bin eine Schuhe Schlüsseldienst seit 1991 und jetzt existiert mein Laden seit 11 Jahren. Blendend gut geht das uns nicht, aber wir versuchen durchzuboxen und ich lebe seit 46 Jahren hier in Deutschland und Mümmelmannsberg ist optisch, einige Stellen sind schön, aber einige Stellen kann man vergessen. Das ist auch natürlich die Jugendlichen, weil die keine Beschäftigung haben, ehrlich gesagt. Und die sind den ganzen Tag draußen, die wissen nicht, was sie machen sollen durch Langeweile. Entweder randalieren die oder machen die irgendwas Mist oder am meisten diese ganze Dattelautomaten. Es gibt kein vernünftiges Geschäft. Was am meisten hier ist, Penny, Lidl, Edeka, Netto, solche große Supermärkte, kleine Geschäfte überleben sehr schwer. Also es Mümmelmannsberg soll angeblich von GWG aus viel investiert werden, soll schön viel gemacht werden, modernisiert. GWG weiß das genau selber auch nicht ganz genau. Verspreche tun die viel, ob die das einhalten, das wissen wir noch voraus nicht. Lassen wir uns überraschen. Jahre, ja. Verkennen wir hier schon. Ja. 35. Oder 35 sogar. Und wenn das jetzt sich gemerkt werden soll, das ist ja an und für sich unsere Stammkneipe. Wo sollen wir jetzt noch hin? Wo allem die älteren Herrschaften, wie unser Yogi da drüben oder der andere junge Mann da, wo sollen die jetzt noch hin? Da geht das doch drum. Und dass das von heute auf morgen kommt, das ist eine Sauerei. Das hätte man anders planen können. Also nichts gegen die GWG oder auch nichts gegen die Sorger, weil man hätte das mal anders planen können und auch mit den Leuten mal vernünftig reden können. Also, die verlieren, wenn man so will, ihre zweite Heimat. Also, das ist so. Der eine sagt, das wird erst in ein paar Jahren dicht gemacht, der andere redet, das wird morgen dicht gemacht. So hundertprozentig weiß das kein Mensch. Und das ist immer das, was lässt die Leute zappeln. Warum sagt man nicht die Worte, sagt so, hör zu, in einem Jahr wird die Kneipe dicht gemacht. Und dann weiß man Bescheid, auch der Wert. Und dann kann er irgendwas planen oder so. Und auch die Leute sagen, gut, wir gehen jetzt mal woanders hin oder machen dies oder machen das. Ja, die Gerüchteküche, die läuft hier so rum. Aber ich finde das auch nicht in Ordnung, dass die Saga GWG hier einen immer das alles vor die Nase setzt. Die hätten das doch mal klipp und klar schreiben können oder sagen können, Leute, hört zu, das und das wird gebaut, neu gemacht. Ne, was haltet ihr davon? Man muss ja auch mal gefragt werden als Mensch. Ne, wir sind ja alles nur Menschen hier, die hier Wohn- und Miete bezahlen, wollen wir so sagen. Die ganzen Kneipen zu machen, wie gesagt, also dass man die Kontakte nicht mehr pflegen kann, die man normalerweise hätte. Die Stadt Hamburg lässt den Stadtteil durch die Saga GWG Wohnungsbaugesellschaft verändern. Die Folgen sind teurer Wohnraum, Vertreibung von Gewerbe und Gastronomie. Es trifft hier vor allem ältere und sozial schwächere Bürger. Am Veränderungsprozess wurden die Menschen hier nur in bestimmten Bereichen beteiligt, gefragt wurde allerdings niemand. Der Slogan „Wir bauen hier für die Zukunft“ lässt die Menschen in Mümmelmannsberg noch mehr in Unsicherheit leben. Niemand weiß bis heute, ob sie morgen auch noch hier sein können.